Nachgefragt bei Sebastian Kisters in Madrid. Wie ist denn die aktuelle Situation in den betroffenen Gebieten? Ich würde so sagen, wie der Beitrag aufgehört hat, es gibt keinen Grund zur Beruhigung. Und jetzt kommt ein erleichterndes Aber. Es ist bei weitem nicht so schlimm, wie wir es vor 2 Wochen gesehen haben. Man könnte fast sagen, na, das sind die Regenfälle, die es bei diesen heftigen Tiefdruckgebieten nun mal geben kann, um Ihnen einen Eindruck zu geben. Also in Malaga waren es in den vergangenen Stunden in der Spitze rund 140 Liter, die dort gefallen sind. Das ist auch heftig. Es ist ungefähr ein Viertel des Jahresniederschlages. Aber eben dann doch, und wir haben ja alle die Katastrophenbilder vor Augen, dann eben doch entfernt glücklicherweise von den bis zu 500 Litern pro Quadratmeter, die wir vor 2 Wochen in der Region Valencia gesehen haben. Also natürlich macht das auch Probleme, vor allen Dingen im Süden des Landes, in Andalusien jetzt. Sie sehen ja die Bilder, man hat versucht mit Sandsäcken sich zu schützen. Es gab auch Warnungen für Menschen in bestimmten Regionen. Es sind 4.210 gewesen an der Zahl, die ihre Häuser verlassen mussten. Viele sind in Turnhallen untergekommen, haben dort morgen jetzt Kaffee getrunken. Es gab in den spanischen Medien einige Bilder und auch da gute Nachricht. Sie werden vermutlich im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkommen. Also wieder ein schwieriger Tag für viele, aber glücklicherweise entfernt von der Katastrophe, die wir hier vor 2 Wochen erlebt haben. Sie haben es gesagt, mit mehr als 200 Toten. Und hat denn diesmal das Warnsystem besser funktioniert als vor 2 Wochen? Ja. Ja, und was in Malaga zu beobachten war, der Bürgermeister hat gerade eben gesagt, nach dieser Tragödie von Valencia waren auch alle Menschen sensibilisiert für diese Warnhinweise, haben offensichtlich auch schon die Wettermeldungen, die Wetterwarnungen, die es ja in Valencia auch gab, nur dann eben nicht offiziell von den Behörden. Also alle haben sehr aufmerksam drauf geschaut, was da passiert, sagt der Bürgermeister. Diese Tragödie hat dafür gesorgt, dass alle sensibilisiert sind und alle dann auch eben den Warnhinweisen der Behörden gefolgt sind, eben ihre Häuser verlassen haben, an sichere, höher gelegene Orte oder eben in Turnhallen gegangen sind, wo es keine Gefahr gab. Und wie geht es überhaupt den Menschen in den Unwettergebieten, die vor 2 Wochen so schwer beschädigt wurden? Schlecht. Also ich bin gestern Abend spät zurückgekommen. Ich habe die letzten Tage dort verbracht, in den überfluteten Orten. Ich glaube, viele haben noch gar nicht richtig begreifen können, was da passiert ist. Die vielen Toten. Häuser, die zum Teil weggeschwemmt worden sind. Wenn man sich in diesen Gebieten bewegt, es ist wirklich schwierig zu begreifen. Man kommt sich mitunter vor wie in einer Kulisse. Menschen gehen davon aus, dass 30.000 bis 50.000 Autos fortgespült worden sind. An manchen Stellen türmen die sich jetzt auf. Also allein diese Autos wegzuschaffen, ist eine wahnsinnige Arbeit. Dort sauber zu machen, muss ich vorstellen, die Schlammmassen, die ja vor allen Dingen von den Bergen gekommen sind, die haben dann ja alles mitgerissen. Also alles, was aus den Autos dann freigesetzt wurde, Benzin, Batterieflüssigkeit, dann sind natürlich auch viele, viele Tiere gestorben. Ich war teilweise auch nachts unterwegs in diesen Gebieten, um einen Eindruck zu bekommen und habe festgestellt, wir sind doch sehr visuelle Wesen. Also ich habe diesen beißenden Geruch tagsüber gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn dann alles dunkel ist um einen herum, dann spielt die Nase plötzlich doch eine ganz andere Rolle. Und da ist mir erst aufgefallen, ja, welcher beißender Geruch eben in diesen Städten, in diesen Straßen herrscht. Und jetzt ist wieder Regen draufgefallen. Glücklicherweise nicht so viel wie erwartet, muss man auch sagen. Also auch in der Provinz Valencia, wo ja die Alarmstufe rot galt, hat es die Überschwemmungsgebiete diesmal nicht so getroffen. Es war nördlich und südlich davon. Aber alles, was jetzt eben fest wurde an Schlamm, ist jetzt wieder flüssig. Und Hilfskräfte sagen, es wird jetzt auch schwierig, wieder die Kanalisationen freizuhalten. Da waren sie gerade bei. Jetzt ist da wieder viel reingeschwappt. Also es sind Dinge zu erledigen, die jetzt
akut anstehen, wie eben Kanalisationen freihalten. Und dann in den nächsten Wochen und Monaten wird erst das ganze Ausmaß, glaube ich, den Menschen auch klar werden, welche wirtschaftliche Katastrophe das ist, auch von der menschlichen abgesehen. Ein Landwirtschaftsgebiet, sehr viel Ökolandbau dort auch. Da ist diese braune, zum Teil sicherlich giftige Masse drüber geschwappt. Viele Firmen stehen unter Wasser, viele Häuser eben kaputt. Also ich glaube, wir alle werden erst in den kommenden Wochen begreifen, was da wirklich passiert ist. Und bei all diesem Unglück, wie sind die Wetterprognosen nun für die nächsten Tage? Ist da wettertechnisch Besserung in Sicht? Ja, also Alarmstufe Rot für Valencia und auch für den Bereich Malaga wurde vom spanischen Wetterdienst heute früh zurückgestuft auf Orange, also auf die zweithöchste Stufe nur noch. Es sind nicht mehr diese riesigen Regenmengen, die nun erwartet werden. Und Richtung Wochenende soll sich das weiter entspannen. Also die Zeichen stehen hier auf Wetterberuhigung, glücklicherweise. Dankeschön, Sebastian Kisters nach Madrid.